Hey Leute, willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind mal wieder aufs Gellige. Und ich wollte die Aufgabe machen mit dem Drachen, obwohl Geralt keine Drachen tötet. Ein Hexer. Oh, ein Hexer. Du bist wegen des Drachen hier, richtig? Ich glaube nicht, dass es ein Drachen ist, aber naja. Erzähl mir von diesem Drachen. Wie sieht er denn aus, zum Beispiel? Das weißt du nicht. Und du willst Monsterjäger sein? Er hat Schuppen, Flügel, Klauen. Ein Drache ist ein Drache. Langes Diskutieren bringt nichts. Töte ihn, sonst gibt's noch mehr Opfer. Hexer töten eigentlich keine Drachen, aber ich werde mich umsehen. Du hast von Opfern gesprochen, richtig? Zwei Brüder, Askel und Milas. Sie sind auf die Jagd gegangen und endeten als Beute. Sie waren so übel zugerichtet, dass selbst mir anders wurde. Und ich habe genug Verletzungen gesehen, war bei 32 Raubzügen dabei. Von Povis bis zu den Bergen von... Eine spannende Geschichte, ganz sicher. Aber ich bin mehr an den Wunden interessiert. Kannst du sie beschreiben? Sieh sie dir doch selbst an. Die Familie bereitet gerade das Begräbnis für die Jungen vor. Ihre Leichen liegen im Elternhaus am nördlichen Ende des Dorfes. Aber behandle die Leichen mit Respekt, wie es die Tradition verlangt. Okay. Ja, ja, jetzt macht mal langsam. Nicht immer um Hilfe schreien. Tja, schon wieder jemand, der die Opfer des Drachen ansehen möchte. Vielleicht sollte ich Eintritt verlangen. Vielleicht. Ich würde aber nicht bezahlen. Ich habe in meinem Beruf genügend Leichen gesehen. Ich bin ein Hexer. Ich bin hier, weil ich den Auftrag mit dem Drachen angenommen habe. Ich bitte um Verzeihung. Ich wusste es nicht. Wie kann ich helfen? Hat die Söhne verloren, ist trotzdem noch so höflich. Wo wurden die Leichen gefunden? Auf der Lichtung, auf der anderen Seite des Flusses. Die Jungs, sie waren immer dort, von klein auf. Sie haben dort Hasen gejagt. Es wird nicht einfach für dich sein, aber ich muss mir ihre Verletzungen ansehen. Wenigstens hast du mich um Erlaubnis gebeten, anders als die anderen. Wenn du die Bestie dadurch besser töten kannst, gerne. Das ist vorerst alles. Danke für deine Hilfe. Und ich verspreche, sie zu rächen. Eieiei. Arme Frau. Klauenspuren, Bissspuren, aber nichts verbrannt. Interessant. Ich glaube nicht an den Drachen. Ich glaube da nicht dran. Das ist bestimmt... irgendein Greif mal wieder. Oder... ja, ein Spitz. Wie heißen die? Gabelschwanz? Irgend sowas wird's schon sein. Und eine Kuh haben sie auch noch gerissen. Ziemlich schwacher Drache. Konnte die Kuh nicht tragen, hat sie nur zerfetzt und dann liegen gelassen. Das ist definitiv kein Drache. So ein Drache würde mit der Kuh spielen und sie dann wahrscheinlich zerreißen und dann, ja... die Einzelteile noch mitnehmen oder sowas. Das Blut der Kuh. Es könnte mich zum Versteck führen. Mhm. Wo geht's denn weiter? Na? Da. Jetzt sehe ich es erst wieder. Blut, Blut, Blut. Da an dem alten... Angriffsturm? Ja, ich weiß, ich habe das falsch gesagt. Das ist ein Belagerungsturm. Habe ich Wachturm gesagt? Naja. Auf jeden Fall diese Klappen da vorne, die wurden auf die Wehrmauern geklappt. Und dann wurden da die Truppen rübergebracht. Hm. Verstreute Knochen. Er ist von weit oben runtergefallen. Ausgeweidet. Da ist ein Nest? Ein Nest. Wahrscheinlich von einem Gabelschwanz. Warten ergibt keinen Sinn. Ich brauche einen Köder. Na gut. Wieder ein mit Schwefel gefülltes Schaf oder so? Ein Schafsbock? Das haben wir ja schon mal so gemacht. War sehr interessant übrigens. Also Gabelschwanz ist ja eigentlich kein richtiger Drache. Das ist eine Wyvern, oder? Ich glaube, das kann man eher als Wyvern klassifizieren, weil die haben keine Beine. Die haben statt Vorderklauen haben die Flügel. Komm mal her. Hilfst du uns jetzt mit dem Drachen oder nicht? Habe ich das schon gesagt? Ich habe das Nest des Drachen gefunden, aber ich brauche einen Köder. Zum Beispiel ein Schaf.
Ah, verstehe. Willst du es mit Schwefel vollstopfen? Noch ein Verbündeter des kleinen, tapferen Schuhmachers. Nein, ich schaffe das ohne Schwefel. Ich brauche nur ein Schaf. Ungewürzt. Gut. Das hier kann ich dir geben. Es ist zwar räudig, aber was soll's. Weißt du, wie man ein Schaf treibt? Du scheuchst es wie einen Schäferhund. Du kommst von links, es geht nach rechts. Du kommst von rechts, es geht... Wenn Hunde das kapieren, kriege ich das auch hin. Wie ruft man eigentlich ein Schaf? Hier, Schäfchen. Hey, Schäfchen. Komm her, wir jagen jetzt einen Gabelschwanz. Komm, Schäfchen. Hü, Schaf. Lauf schon, hopp, hopp. Hey, hey, hey. Freya sei mit dir. Danke. Wie heißt das Schaf eigentlich? Mäh? Ich nenne dich Mäh. Heißt das echt? Das heißt Mia. Ich habe irgendwas anderes gelesen. Komm, Schäfchen, lauf. Lauf, lauf, lauf. Auf zum Gabelschwanz. Das räudige Schaf. Räude ist ja, wenn sich das Fell irgendwie so abreibt. Eine ganz unangenehme Sache für Tiere. Deswegen sagt man auch so etwas räudig. Na komm schon. Schäfchen. Nein, um den Felsen rum. Komm, um den Stein. Geh, geh, geh. Komm, Schäfchen, komm, 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 komm. Gut, gut, gut. Komm, das müsste doch jetzt reichen. Ja, geh. Ja, geh. Feines Schaf, komm. Ja, bäh. Überall sind hier Hindernisse. Wow. Ein Drache, ja, ja. Was sind das denn eigentlich für Viecher? Warte mal, Glossar, Bestiarium, der Drache. Der Drache von Fyrisdal. Nur wenige wissen, wie Drachen wirklich aussehen. Wer nahe genug an einen rangekommen ist, hat selten überlebt, um seine Eindrücke zu schildern. Daher werden häufig andere Monster mit Drachen verwechselt. Auch in Fyrisdal, wo sich der Drache, der dort Verwüstung anrichtete, als Gabelschwanz erwies. Der Irrtum bedeutete freilich keine Entwarnung. Der Gabelschwanz, der Fyrisdal zusetzte, war ein besonders bösartiges Exemplar mit schier unerschöpflichen Giftvorräten. Ihm entgegenzutreten, ohne zuvor einen regenerativen Trank oder Gegengift zu konsumieren, war glatter Selbstmord. Goldener Pirol, Kartätsche und Drakonidenöl, sowie Art. Ne, Goldener Pirol. Ja, 180 Sekunden. Nein. Dann nehmen wir noch Drakonidenöl. Hoffentlich kann ich das jetzt noch. Na, schade, da ich das noch nicht verbessert habe. Und Kartätsche. Wo haben wir sie? Die Kartätsche. Kartätsche. Komm her. Komm her, du Drache. Das ist das Schäfchen. Oh nein, ich habe das Schäfchen getötet. Das ist nicht an wie die Kleriker-Bestie, weißt du das? Keine gute Idee. Nein, du haust nicht ab. Du haust nicht ab, habe ich gesagt. Der Drache. Die Tänzerin. Oh, ich find's schade. Du bist eine gute Sache gestorben, Schaf. Ruhe in Frieden. Oh, armes Schäfchen. Der Held dieses Parts. Das Schäfchen. Es tut mir echt leid um das Schäfchen. Naja, die Tänzerin. Gucken wir uns mal an. Oh, auch nicht sehr gut. Aber das hier ist krass. Warte mal, was macht denn die Trophäe? Die Gabelschwanz-Trophäe. Bonuserfahrung. Warum? Ich will keine Bonuserfahrung. Ich will weiter schön meine Verstümmler machen. Ich finde das viel cooler. So, warte mal. Da wir jetzt eh aufs Gellige sind, können wir gleich den nächsten Hexerauftrag erledigen. Und zwar seltsame Bestie.
Sprich mit dem Dorfältesten in Larvik. Ach ja, armes Schaf. Arme Mia. Nachts kamen die Krieger aus Randweg. Für die Männer hatten sie Schwerter dabei. Habe ich da durch oder habe ich jetzt wieder einen doofen Umweg gemacht? Naja. Oh, guck mal, er kann da hochklettern. Sehr gut, Geralt, sehr gut. Du bist der Klettermaxe. Hilfst du uns jetzt mit... Er ist doch schon tot. Das Problem ist gelöst. Und? Das war's? Erzähl mir mehr. Hat der Drache Feuer gespuckt? Oder Gift? Das war kein Drache, sondern ein Gabelschwanz. Sieht ähnlich aus, ist aber kleiner und nicht so gefährlich. Nicht so gefährlich, sagst du? Dann sollte deine Belohnung auch nicht so hoch sein. Wir hatten uns auf eine Summe geeinigt. Ja, für einen Drachen. Hätte ich gewusst, dass es ein Gabelschwanz ist, hätte ich ihn selbst umgebracht. Undankbarer Arsch. Naja, mir soll es nicht aufs Geld ankommen. Obwohl ich sonst ein kleiner Pfennigfuchser bin. Naja. Hast du ihm den Kopf abgeschlagen? Ein Riesenkopf. Das haben wir. So, gehen wir nach Larvik. Ach ja, dann war es halt kein Drache. Mein Gott, ich hätte auch keinen Drachen umgebracht. Hexer töten keine Drachen. Zumindest Geralt nicht. Bist du ein Hexer? Sehe ich recht? Vielleicht. Hallo, ich habe die Nachricht gelesen. Ha, und da heißt es, wozu hängst du das auf? Die Bestie jagt doch keiner. Ich hab's ihnen gezeigt. Ja, bist der Beste. Irgendeine Ahnung, mit was für einem Biest wir es zu tun haben? Ach, man hört ja alles Mögliche. Die Frauen, die abends die Netze reinigen, reden von Koschchase und Manticoren. Aber das ist wohl nur Geschwätz. Wir würden ja den Rat der Priesterinnen der Freya suchen. Aber wie, wenn wir nicht zum Schrein gelangen? Und niemand hat das Biest gesehen? Nicht mal von Weitem? Oh doch, natürlich. Sogar aus nächster Nähe. Kurz bevor es ihr Blut im Unterholz verteilt hat. Ich wusste gleich, dass normale Leute nicht mit der Bestie fertig werden. Aber Sverre hat drauf bestanden, einen Trupp zusammengestellt und... Es kamen nur 4 zurück. Der Rest wurde östlich des Dorfs massakriert. Hilfst du? Na gut. Ich kümmere mich um das Monster. Es ist nicht dein erstes. Das ist offensichtlich. Du bist nicht wie unsere Jungs. Übereifrig, aber ohne jeden Verstand. Die 4 Überlebenden. Wo finde ich die? Willst du mit Sverre sprechen? Vielleicht keine schlechte Idee. Die sitzen bei der Hütte da drüben. Okay. Hört sich doch gut an. So, Sverre. Sie kommt aus Nilfgaard, weißt du? Aus Nilfgaard? Du siehst ja funky aus. Was hast du für einen lustigen Helm auf? Sverre? Dreckiger Ochse. Ach, frag doch den Hexer. Der sagt dir, dass Monster keine Fallen stellen. Wo ist das Problem? Hat man je von einem Monster gehört, das einen Wagen als Köder auf der Straße parkt und sich dann auf die Lauer legt? Monster sind dazu nicht schlau genug. Schlau oder nicht, es hat ein paar von uns zerrissen und wir sind gelaufen wie die Hasen. Sie sollten wenigstens begraben werden. Habt ihr wirklich gedacht, dass ihr alleine mit dem Monster fertig werdet? Wir mussten es versuchen. Wer, wenn nicht wir? Meinst du, Larvik ist eine Art Mutantentreffpunkt und es kommen jede Woche wieder Hexer vorbei? Erzählt ihr mir, was passiert ist? Frag nur. Oh Gott, die Frau da hinten, guck mal. Ja. Angeblich hat es euch angefallen. Wo denn? Nicht weit von hier, an der Straße nach Lofoten. Auf der Straße beim Wald stand ein Wagen quer. Wir waren kaum dort angekommen, als etwas aus dem Unterholz kam. Und zack, schon hatte ich Blut in den Augen. Als ich es wegwischte, lag einer tot da. Wisst ihr noch, wie das Monster ausgesehen hat? Es war dunkel. Kaspar glaubte, was zu sehen, aber... Klar habe ich was gesehen. Es war riesig, mit blutverschmiertem Maul. Das Untier hat Ungi mit einem Hieb aufgeschlitzt. Fast in 2 Hälften. Interessant. Danke. Hm?
Wofür? Ein Werwolf? Zeig mir das Herz, Feinden die Axt. Also irgendwas, was auf jeden Fall einen Verstand besitzt, um das zu tun, was die beschrieben haben mit dem Wagen. Oha. Hier sollte ich nicht runterspringen. Warte mal. Bin ich denn weit weg? Nee, das ist gerade hier auf der Straße. Na dann. Schnell mal hinsprinten. Zack, zack, zack. Oh, warte mal. Da ist ja noch eine Quest. Ach, die mache ich auf dem Rückweg, komm. Die mache ich auf dem Rückweg. Ich markiere sie mir aber schon mal, dass ich die nicht vergesse. So. Hi. Riechen. Und ein Pferd. Ist das Plätze? Nee. Ist nur ein Pferd. Ah ja. Oh Gott. Hm. Dem hat was richtig zugesetzt. Aber hallo. Eine seltsame Bestie. Hm, nicht viel übrig. Die Bestie muss den zerfetzten Körper in den Wald geschleift haben. Also gut. Und wo? Da ist noch mehr. Sieht aus wie Blut, aber... Hm, roter Lehm. Hm, Neckarkämpfer markieren mit diesem Lehm ihre Position im Rudel. Die Kreatur, die die Neckar anführt, ist offensichtlich vernunftbegabt. Jedenfalls kann sie primitive Fallen aufstellen. Krass. Und nun? Habukmann. Da will ich jetzt mal sehen, das interessiert mich. Das sind ja Ogroide. Habukmann. Normalerweise sind Neckar feige und schwach. Sie greifen nur in Gruppen an und das auch nur, wenn sie ihren Gegnern zahlenmäßig weit überlegen sind. Manchmal ist jedoch einer unter ihnen stärker und schlauer als der Rest. Ein solcher Neckar wird für gewöhnlich Krieger genannt, obwohl das irreführend ist, denn Krieger kämpfen ehrenhaft von Angesicht zu Angesicht. Diese übergroßen Neckar gehen eher wie Meuchelmörder vor. Sie greifen überraschend aus dem Hinterhalt an oder von hinten oder in dem Moment, in dem ihr Gegner beim Angriff aus der Deckung kommt. Zum Glück sind alle Neckar empfindlich gegen Zeichen und es ist nicht schwer, ihren Schlägen auszuweichen oder sie zu parieren. Da hau ich mir das gleich mal drauf. Okroidenöl. Vampir, Mist. Ich habe das immer noch nicht in der verbesserten Variante. Okroidenöl und Nordwind. Nordwind. Leider auch noch nicht in der verbesserten Variante. Wenn ihr noch wisst, wo ich Rezepte herbekomme, immer raus damit, Leute. Führen in den Wald. Okay, ja, immer raus damit, dass ich auch ja alles finde. Das ist mir schon wichtig. Hallo? Manchmal sieht man die Spuren, manchmal wieder nicht. Oh, seht mal, geht's da in die Höhle rein? Ein guter Ort für ihr Nest. Der ist schon ein bisschen abgeknarzt. Und der auch. Oh Gott. Nein, bitte nicht schon wieder dieses Gas. Ich hasse das Zeug. Wie kommen die bitte hier durch, ohne irgendwas abzukriegen, sag mal? Die rennen wahrscheinlich einfach durch. Oh, da unten ist was. Ne, hinter mir sogar. Oh Gott, da kommt das Gift schon wieder. Ja, ja, halt doch mal da. Endlich, das Hauptnest. Weh. Na, wo ist der Krieger? Wo ist der Krieger? Hässliches Vieh. Hm, ich habe wohl Gesellschaft. Oh, da ist er schon. Du blödes Teil. Aussehen.
Alles klar. Nein. Hey. So, komm her. Du blödes Teil. Sei mal nicht so feige. Mistvieh. Na, bist du erledigt, ne? Der Wiener. Und eine Neckar-Krieger-Trophäe. Na gut. Oh, wie viel Neckar-Zeug. Hier gibt es bestimmt noch ein paar Herzen, die ich sowieso nicht mehr brauche jetzt. Aber die haben mir lange Zeit Sorgen bereitet, dass ich die jemals finde. Diese blöden Neckar-Herzen. Heps. Und hoppsala. Warte, wir tauschen das mal wieder aus gegen Teufelsprovist. Drachentraum. Da, Teufelsprovist. Der ist nämlich gegen Menschen ziemlich gut. Und tot. Hast du auch was für mich? Ja. Die Nester sind offenbar immun gegen das Gift. Jetzt beschützt es ihr Nest. Clever. Ja, das ist echt clever. So clever, dass sie jetzt tot sind. Okay. Dann schauen wir mal die Quest hier noch. Im Wald. Wahrscheinlich nur irgendwie jemand, der sich verlaufen hat und nach Hause will und nicht mal um die Ecke findet. Oh. Wer bist du? Was machst du hier? Das könnte ich dich auch fragen. An solchen Orten sind sonst nur Nekrophagen zu Hause. Ja, da gibt es Leichenfresser. Und sie werden täglich dreister. Sie greifen schon die Lebenden an. Wir töten sie alle. Wir säubern die Mine mit den Schwertern in der Hand und ehren unsere Väter dabei. Ich bin ein Hexer. Ich könnte mit euch kommen und helfen. Und uns den Ruhm stehlen? Niemals! Was wollt ihr mit dem Ruhm, wenn die Ghule euch die Knochen abnagen? Wenn ich's recht bedenke, da ist was dran. Na schön. Geh du voran. Na gut. Ach, auf einmal, ne? Peter, wohin gehst du? Ich hau Neckar tot. Und ihr? Oh, dem Maritium. Hallo, mach mal nicht so schnell, Freund. Mach mal nicht so schnell. Ich bin hier. Oh. Oh, ich hätte mir vielleicht noch Nekrophagenöl drauf machen sollen. Oh oh. Platzen die nicht irgendwann? Ja, die platzen. Jungs, geht mal weg da. Wow. Sind hier noch mehr? Ghule, dann werde ich mir nochmal Nekrophagenöl draufhauen. Nekrophagenöl. Zack. Oh, die Maritiumbarren. Die kleinen Lampen, die dabei haben, das ist lustig. Hm? Oha. Ein Alghul sogar. Vorsicht, Magie! Wohin gehst du? Hey. Aha. Und der letzte. Schleift die Kadaver raus und verbrennt sie. Ghule fressen sich auch gegenseitig. Ja, stimmt. Gut, dass du gekommen bist. Freya muss über uns wachen, da sie dich hergeführt hat. Wir werden dir noch lange dankbar sein. Mit Dankbarkeit sind die Leute immer großzügig. Mit Geld weniger. Ach ja, tut mir leid. Das sind die Nachwirkungen der Schlacht. Wir sind noch etwas durcheinander.
Du hast es ihnen richtig gezeigt. Hier, für dich. Danke. Lebt wohl. Oh, ich hätte jetzt gedacht, dass die mich angreifen, du. Toll, diese Schwerter. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Mhm, das sagen viele. Und dann sterben alle und schreien. Peter, wohin gehst du? Ich gehe hier raus. Problem? Habt ihr doch gesehen, dass ich eben bei euch war? Jungs. Alles gut. Schwarze Perlen. Okay. Naja, das war jetzt ein bisschen unspektakulär, aber Monster töten macht ja immer Spaß, nicht wahr? Ja, was Schönes. Fechtdraht. Ja, bloß nichts Gutes abgeben, ne? Hier. Mit den Schätzen. Bärenfell. Naja. Ist noch irgendwo hoch? Nö, da ist gar nichts. Kann man einfach mal so hochklettern. Die Maritiumerz, jawoll. Das gute Zeug. Das kann man, glaube ich, sehr teuer verkaufen. So, Dalle, dann geben wir mal die Quest ab bei den Kerlen da vorne. Und sagen ihnen, dass es irgend so ein blöder Neckar war. Wie kann ich helfen? Ja, ja. Oh, bei dem war ich noch gar nicht. Zeig mir, was du hast. Oder? Zumindest ist der Dialog noch nicht abgehakt gewesen. Eine, Hindarfs fjallische Rüstung. Okay. Meisterreparaturset. Das müsste Pergament sein, ja. Ein bisschen was abkaufen. Warte mal. Ein Schwert hier war richtig was wert, aber der gibt mir kaum was dafür. Nö, 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 nö. Du bist so ein Abzocker, ne? Guck mal, ich habe nur noch orangene Sachen dabei. Wie krass, bitte. Warte mal, dafür gibt's nicht so viel. Ich verkauf mal all das, was nicht so viel bringt. Na gut, das soll reichen. Wiedersehen. Hindarfs fjallische Rüstung. Ja, ich kann alles werfen, was ich will, weil ich bin Hexer. Seine neue Gefangene. Sie kommt aus Nilfgaard, weißt du? Aus Nilfgaard? Und du lässt sie mit ihm das Bett teilen? Er würde sie nicht anrühren. Jungs, wo seid ihr denn? Ich habe doch die Quest abgeschlossen. Nee, das war ein Hexerauftrag. Ach so, mit dem Dorfältesten. Ja gut, dann... Hä? Ach, da vorne seid ihr. Ach, das war der Dorfälteste. Naja. Mensch, was für ein Schwert. Also, hilfst du mir? Ist schon fertig. Ich habe die Bestie getötet, die euch Ärger gemacht hat. Gnädige Freya, endlich ist das Scheißvieh tot. Jetzt erzähl, war es ein harter Kampf? Hast du Wunden zu versorgen? Nein, alles in Ordnung. Ah, nichts Neues für Leute wie dich. Harte Arbeit, Hexerei. Na schön, deine Belohnung. Das hier ist für dich. Danke, bis dann. Hexerei, sagte er. Glaubst du, ich hab hier rumgehext, oder was? Oh! Ich hab doch nicht hier rumgehext. Ich hab Monster getötet, so wie ich das mache. Ah. Aha, auch aufs Gellige. Vermisste Sohn. Ich glaube, das hier ist sogar eine DLC-Quest. Die ist aber ein bisschen hoch, ne? Blandare. Das könnte auch auf Skellige sein, oder? Na komm, der meistgesuchte von Skellige. Machen wir das aber erst nächstes Mal, Leute. Ich mach den Part mal ein bisschen kürzer. Ich danke wie immer fürs... Mein Papa ist weg. Hallo. Und kämpft gegen die Schwarzen. Junger Mann, das interessiert mich nicht. Ja, das interessiert mich einfach nicht. Gut, Fyrisdal, da gehen wir hin. Aber weitermachen tun wir nächstes Mal. Ich danke wie immer fürs Zusehen, danke für das Feedback und bis dann zu Witcher 3 Wild Hunt.